Habt ihr euch schon mal gefragt, wie es ist, da Motorrad zu fahren, wo es kaum einen Verkehr gibt? Wo es anders ist, als ihr es je erlebt habt? Diese Landschaft hat es uns gelehrt. Ein Fleckchen Erde, so vielfältig, so lebensunfreundlich und dennoch so anziehend. Man könnte meinen, dass wir diesen Film in Mexiko gedreht haben. Doch nein, wir waren dazu gerade mal in Südspanien, quasi noch Europa. Wir? Das sind übrigens mein Mann Matthias, die Yamaha Tenere und ich, Bianca. Und wir? Wir dürfen euch heute unsere Geschichte erzählen. Absolut herrlich. Ja. Schatz, du das erste Mal so Sozius bei mir? Sehr cool. Fühlst du dich sicher? Ja. Das darfst du nichts Falsches sagen. Bevor ich aber in den Genuss der Tenere 1200 als Sozius kam, waren wir noch inmitten der Wüste beschäftigt. Genau, ich musste noch etwas arbeiten. Tatsächlich ist das mein Job, ein Motorrad schnell um einen Rundkurs zu bewegen. Mein Lederkombi hat jetzt ein Loch. Mit allem, was dazugehört. Manchmal geht was kaputt. Und ein andermal kann es auch etwas wehtun. Auch wenn es manchmal wehtut, weiß ich, dass zumindest auf einer Rennstrecke kein Gegenverkehr ist. Stimmt, die Runde ist auch immer die gleiche. Wir sollten die Musik wechseln. Die Strecke spule ich ab wie ein Schweizer Uhrwerk. Auf der Landstraße ist das etwas anders, stellte ich fest. Dazu aber später mehr. Also ich stelle sie jetzt quasi vor ein bisschen höher und mache jetzt mal eine Umdrehung mehr Federvorsprung bei Zeitumdrehung. Der Traum vom perfekten Bike verfolgt mich bis in das hinterste Stübchen meines Kopfes. Ich muss immer das Maximum rausholen. Ja, dabei kann er schon mal den ein oder anderen an seiner Seite vergessen. Kann man nicht Motorrad fahren und einfach mal die frische Luft genießen? Das möchten wir herausfinden. Oh, yeah. That's a wheelie. That's a wheelie over the hill. And you close because of a wheelie? Yeah, that's scary. Das war im Übrigen eine gute Option, mal was zu ändern. Please don't put that on the video. So, wir machen heute eine kleine Straßenausfahrt hier in Mojaca. Bike Promotion hat hier eine richtig krasse Tiefgarage mit einem Haufen Straßenmopeds und ich darf heute die Yamaha Tenere 1200 fahren und jetzt geht's los auf eine absolut atemberaubende Landstraße durch Spanien. Bleibt dran! Schlappe 261 Kilogramm wiegt so eine Tenere. In unserem Fall waren es dann gesamt 400 Kilogramm. Allerdings fuhr die Yamaha trotz diesem Gesamtgewicht richtig ordentlich durch die karge Wüstenlandschaft Andalusiens. Unsere Route startete in dem kleinen Dörfchen Mojaca in der Provinz Almería und brachte uns entlang der Küste runter bis nach Carboneras. Wow, was für eine Landschaft! Ich hatte keinen Vergleich als Sozius, aber ich würde mal sagen, das fühlte sich an wie Schweben? Die Tenere 1200 ist eine Reise-Enduro mit ordentlich Drehmoment. Allerdings nicht gerade so die Art vom Motorrad, mit welcher ich mich auskenne. Mein Lederkombi passte auch nicht so ganz dazu, aber sicher ist er nun allemal. Auch das Fahren abseits der Rennstrecke birgt Gefahren.
Ich musste mich ganz schön beherrschen, nicht immer die Ideallinie zu suchen. Trotzdem brauchten wir einen kleinen Kick, der allerdings etwas in die Hose ging. Dazu aber später mehr. Puh, es wurde dann aber schon ganz schön zügig und das Gefühl vom in die Kurve legen bereitete mir schon etwas zittrige Knie. Das bemerkte ich allerdings erst beim ersten Mal absteigen. Ich kann euch sagen, bei dem Ausblick habe ich das glatt wieder vergessen. Ich bin da gar nicht herkommen. Pff, zittrige Knie. Frauen. Und dabei sind wir doch alle so zahm Motorrad gefahren. Nee, Spaß beiseite. Hä? Thomas von Bike Promotion, der hier auch das Motorradcenter in Andalusien betreibt, kennt die Strecken wie seine Westentasche und hat uns natürlich mit angepasster Geschwindigkeit durch die uns unbekannten Kurven geführt. Ein wenig Motorradfahren kann ich ja dann doch, obwohl ich meinen Führerschein noch nicht so oft genutzt habe. Das Biken durch die Straßen Andalusiens macht richtig Hunger, weswegen unser Konvoi in Carboneras einrollte, um sich in der Nähe des besten Restaurants mal einen ausreichenden Parkplatz für Teneré, Tracer und Co. zu sichern. So, jetzt gibt's einmal was zum Essen. Schau's aus, Axel. Was gibt's denn zum Essen? Das war's der Thomas. Was der Thomas? Tapas-Zeug. Du bist quasi Wunschlos, das ist egal, oder? Ja. Thomas, was gibt's denn zum Essen? Alles. Alles, was du noch nie, alles, was du noch nie gegessen hast, was du jetzt kriegen. Kannst du das nochmal sagen, was du vorher gerade gesagt hast? Mit dem ersten? Was mit dem ersten? 1. Januar? Ja. Schon wieder im Freien, in der Sonne. Am 1. Januar? Gefühl, Temperatur? Ach, 22 Grad standen hier vorne gerade an der Anzeige. Das Problem ist, es ist jedes Jahr das Gleiche. Dann wird es auch langweilig, oder? Thomas, was sagst du? Absolut herrlich. Ehrlich? Ja, auf jeden Fall. Jasmin? Ich habe meine Sonnenbrille super vergessen. Herrlich. Aber du, Strand. Du hast ja fast keine Zeit gehabt dafür. Ja, mein Gott, so ist es eben. Aber man ist hier und man ist am 1. Januar in der Sonne. Eben. Schatz, du das erste Mal so Sozius bei mir? Sehr cool. Fühlst du dich sicher? Ja. Das heißt, ich nichts Falsches sagen. Ja, das Straßenfahren ist für mich schon sehr seltsam. Ja, ich muss jetzt auch wieder reinkommen, weil ja, damit aber hinten umsitzt. Wenn es nur Rennstrecken ist. Und das Arge ist halt einfach, dass das er sehr viel Spiel hat beim Gas. Ja, aber und da kommen wir sich aber gleich dran. Ja, ey, aber es ist ein bisschen. So, wir haben da mega viel zum Essen gehabt. Essen bei den Spaniern ist etwas anders als bei uns. Einer bestellt irgendwas und schon fangen die Bedienungen an zu rennen und bringen dir die unterschiedlichsten Sachen auf den Tisch. Alles in etwas kleineren Häppchen, aber dafür in vielen Geschmacksrichtungen. Ich glaube, das nennt man Tapas. Ja, da ließ es sich aushalten. 22 Grad und Sonne am 1. Januar. Spanien ist immer für Überraschungen zu haben. In dem Fall habe ich noch nicht genau herausgefunden, ob der Tänzer den Sinn des Lebens entdeckte oder einen Dachschaden hat. Aber naja, intolerant wie wir sind, setzen wir uns erstmal wieder aufs Bike und cruisen weiter. Das Highlight soll uns bevorstehen. Weiter geht's. Ich war ersichtlich angetan von der Reise in Du. Mann, oh Mann, da habe ich ganz schön was versäumt die letzten Jahre. So, wir sind jetzt hier in der Nähe von Carboneras. Da ist hier so ein Leuchtturm. Schaut euch das an. Hier ist ein Leuchtturm. Hier steht die Teneré. Genau das richtige Terrain für die Teneré, da ein bisschen rumzufahren. In einer gigantischen Landschaft mit Asphalt und auch ein bisschen Schotter teilweise. Und hier ist eine der tiefsten Meeresstellen rund um Spanien. Hier geht es gleich auf Anhieb 1000 Meter runter. Hier gibt es die ganzen Großfische und so. Absolut spektakulär.
spektakulär. Schade, dass ich die Drohne nicht dabei habe. Aber die hätte uns jetzt platzmäßig ein bisschen Problem gemacht. Ich brauche mal so eine kleine. Das ist der Oberhammer. Also ich muss sagen, mit der Teneré, das macht schon richtig Laune. Weil du halt echt extrem komfortabel drauf sitzt. Und sobald das Ding mal rollt, ist es gar nicht mehr so schwer. Wenn du die irgendwo hinschieben willst, ist es extrem, naja, dann hast du ein schweres Motorrad. Aber so ist es extrem handlich beim Fahren, macht irrsinnig viel Spaß. Völlig egal, welcher Gang da drin ist, kannst du auch mal zwei Gänge höher fahren. Und die ruppelt auch unten rum nicht. Also das macht richtig Laune. Richtig Laune. Boah, da, jetzt genießen wir hier die Aussicht noch ein bisschen und dann fahren wir wieder. Was mir am meisten zusagte an der Teneré, ist tatsächlich das Fahrwerk. Das Losbrechmoment und die Feinfühligkeit ist ein Gefühlsschmaus. Und wohl der Grund, warum man trotz so hohem Gesamtgewicht immer noch geschmeidig und auch zügig um die Kurven dieser Serpentinen fahren kann. Die Gasannahme jedoch etwas zickig, aber da habe ich mich nach ein paar Kilometer adaptiert. Ja, ich hupe, dann weiß ich, dass wir kommen. Genau. Und unten fährst du dann um und holst und ja, genau. Ja. Hallo Yamaha, was kostet die Teneré gleich nochmal? Ach ja, die Drohnenaufnahmen haben wir für euch extra zwei Tage später noch nachgefilmt, damit ihr diese tolle Landschaft auch von oben sehen könnt. Ja, alles in allem ist das wohl ein Film, der die wenigsten zu interessieren scheint. Dennoch wollten wir das Erlebte so hautnah wie nur möglich rüberbringen. Deswegen haben wir Bianca auch ein paar Mal aussetzen müssen, damit sie von uns so tolle Videoaufnahmen wie hier machen kann. Manchmal kam ich mir schon etwas komisch vor, so ganz alleine ausgesetzt. Aber die Aufnahmen haben das wohl entschädigt. Was meint ihr? Und weiter geht's zu unserem letzten Point Las Negras. Das 349 Einwohnerdorf ist eine Anlaufstelle für Hippies und alle jene, die vielleicht mit ihrem Leben was anderes vorhaben. Die Siedlung wird dominiert von einer Art Burg. Der Besuch dort brachte uns irgendwie gefühlt zurück ins Jahr 1835. Jetzt aber schnell zurück. Die Dämmerung brach an und wir brauchten noch einen tollen Sonnenuntergangsspot für ein paar Fotos. Ja, und ich hatte auch nur ein dunkles Visier dabei. Also, ab die Post. A buzz on in my favorite song is playing in a Broadway bar. Then you walk in and you're all alone. The hottest in the room by far. Also die Teneré, die steht jetzt hier vorne alleine, ohne Ständer, weil der Sand ist so tief. Mal schauen, ob wir da wieder rauskommen. Jetzt kann ich mal sagen, Männer, unbedingt mussten sie da rein und wären dann fast nicht mehr rausgekommen. Zu guter Letzt kam dann auch noch die Polizei. Wir haben sie allerdings nicht gefilmt. Ach, die Polizei. Die waren aber ganz nett. Hatten sehr, sehr großes Interesse an der Teneré. Aber haben nicht weiter wirklich Schwierigkeiten gemacht. So, wir sind jetzt an der
Rückfahrt Richtung Hotel. Die Sonne ist schon fast untergegangen. Das letzte Foto haben wir jetzt hier noch gemacht. Am Meer mit Sonnenuntergang. War ein bisschen schwierig, hier die Tenerife reinzukriegen. Der Sand ist tiefer als gedacht. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir sie wieder rauskriegen. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, das ist ein absolutes Highlight neben der Rennstrecke. Leute, schaut bei Bike Promotion auf der Homepage. Die bieten sowas an. Das Motorradcenter, Testcenter in Andalusien. Wir haben hier massig Motorräder zur Auswahl. Das ist das absolute Highlight bei dieser Landschaft, Motorrad zu fahren. Schaut es euch an, gebt mir gerne einen Daumen hoch für dieses Video. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr es das nicht habt. Vielen Dank, danke fürs Zuschauen. Ciao. This love, it was a breakthrough. For the rest of our days, we'll be everything we want.